Poteinander, unterwegs entlang des Wanderzeichens A6. Die Streckenlänge beträgt 6 Kilometer. Die ungefähre Gehzeit liegt zwischen 1,5 bis 2 Stunden. Der Startpunkt ist der Wanderparkplatz am Sondert. Ein perfekter kleiner und leichter Spaziergang in abwechslungsreicher Natur des Landschaftsschutzgebietes Ratinger Stadtwald Südwest zwischen Dickelsbach und Stein-Siepenbach, welches die größte zusammenhängende Waldfläche im Gebiet des Kreises Mettmann ist. So, Tag zusammen. Hi, hallo und herzlich willkommen bei Poteinander. Wir sind heute unterwegs, endlich wieder Wandercontent. Im schönen Neanderland, in der Stadt Ratingen, sind wir auf dem, immer diese Kamerawinker, Rundwanderweg A6 am Sondert. Wir haben uns schon wieder mal ordentlich trotz Navi verlaufen, haben aber den freundlichen Hinweis eines sehr aufmerksamen Anwohners erhalten, wieder zurückzulaufen. Das ändern wir nachher auch im Track. Und jetzt geht es los. Und der Christian macht jetzt hier weiter. Ist auch dabei. Yeah! Da wieder einen davon. Also seid dabei. So, der Christian, der kann nicht lassen, ne? Das ist wieder, geh raus in Gefahr. Ich weiß schon wieder, wo das endet. Mach das nicht! Artista! Sehr schön. Kannst du im Zirkus anfangen. Das war gut. Zirkus habe ich zu Hause. Oh, das hat nicht gekabelt. Oh, 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 da gibt Hater-Kommentare. Nee, alles cool, tatsächlich. Ja, ich glaube, ich habe... Nee. Nein? Nee. Der Christian hat gesagt, ich hätte sein Video zerstört, weil ich irgendwie auf Time Warp gestellt habe. Tatsächlich... Du Scheiße. Möchtest du was dazu sagen? Nein. Raus. Geh raus. Möchtest du jetzt... Er lebt unterschiedliche Landschaftsräume und genießt die Vielfältigkeit der Wälder inmitten hügeligen Gelände und zahlreichen Bachtälern. Naturräumlich gehört dieser Landschaftsraum zu den Lindtorfer Sandterrassen. So, ein kleines Fazit zum Rundwanderweg A6 am Sondert hier in Ratingen ist eine einfache Runde. 6 Kilometer lang, geht wunderbar, überwiegend auf Wanderautobahnen wie hier. Beschilderung ist ein kleines bisschen dürftig, vielleicht bin ich da auch nicht so aufmerksam. War aber auch direkt zu Beginn sofort am Ziel vorbeigeschossen, sodass man auch gerne mal eine Abzweigung übersieht. Naja, gut, da bin ich wahrscheinlich auch mit vielen anderen Dingen dann beschäftigt und achte da nicht so auf den Weg. Trotzdem, pittoreskes Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet hier mit Reitwegen, sodass man hier eigentlich genüsslich spazieren gehen kann. Wandern, naja, würde ich halt jetzt hier nicht so nennen. Aber für so einen Samstag-, Sonntags-Nachmittags-Ausflug ist das wirklich ganz wunderbar. Und ja, man... Also ich hätte hier definitiv nicht so eine Gegend wieder erwartet und somit habe ich wieder erneut eine schöne Region hier entdeckt. Ja, was hier natürlich ein bisschen stört und auch sehr auffällig ist, klar, wir befinden uns in unmittelbarer Nähe zum Düsseldorfer Flughafen und die Einflugschneise, die befindet sich absolut genau hier und das ist schon... Das ist schon dröhnend laut, also das macht sich schon bemerkbar. Also wer eine ruhige Tour sucht, da muss man schon ein kleines bisschen für sich ausblenden. Ansonsten genießen wir noch die letzten paar Meter. Ich sage auf jeden Fall schon mal, bleibt gesund, vergesst das rausgehen nicht. Bis demnächst wieder, euer Schröbi von Poteinander. Ciao.